Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Ich bin wieder alleine. So, ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar, wir müssen ja noch einen Tunnel. Ich könnte mal hier die... Will ich jetzt mal die Deck... Hier könnte ich eigentlich... Boah, es gibt so viele Baustellen gerade. Ich schaue jetzt erst... Oder Tunnel? Ach komm, ich baue jetzt hier erstmal weiter. Habe ich heute überhaupt den Ton? Ich habe keinen Ton. Mixer. Danke, Minecraft. Okay. Spielen wir heute mal ohne Minecraft-Sound. Passiert mal gerne. Okay. Dann bauen wir jetzt hier wenigstens schon mal so den Weg nach unten etwas hin. Wie, für alle, die vergessen haben, was hier hinkommen soll, hier wollte ich ja so eine Art Hotel hinbauen. Mit so einer Art, na, wie nennt man das, nennen, mit so Rundgang, so ein schöner Garten und so weiter. Kennt man ja, oder vielleicht nicht. So, ich bitte auch um, es könnte sein, dass ich ab und zu mal ganz kurz ein bisschen leiser bin. Ich bin nämlich heute Morgen aufgewacht und durfte erstmal richtig schön merken. Nachdem ich mich am Laptop gesetzt hatte, wollte da ein paar Bewerbungen schreiben, den auch ein bisschen aufräumen. Ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht, der wurde nicht. Hier ist doch schon wieder böse, zum Beispiel. Ne, kennst du? Laptop funktioniert nicht, das kann nur böses im Busch sein. So. Kommen wir das Eisen. Die hat da ein bisschen noch irgendwo drin. Nö. Oh, die ganze Kohle werden wir irgendwann mal abbauen. Okay. Wie gesagt, könnte sein, dass ich dann ab und zu mal kurz rüberschaue. Ich habe es jetzt eben erstmal geschafft, dass er dann wieder in den. Sag mal schnell. Dass er die überhaupt die Reparatur anfängt. Oh naja. Okay. Wie bauen? So 5 hoch, ja. Sind noch 5, oder? Ja, es sind 5. Oh, du dumm. Jo, was gibt's denn so Neues? Also ich konnte jetzt noch nicht so wirklich reinschauen, ob ihr jetzt wirklich hier weiter Overdrive sehen wollt. Ich nehme jetzt einfach was auf Vorrat auf. Oh. Okay, schade. Er hat gerade komisch gepiept. Ich dachte, da würde jetzt wieder was laufen. Mann, das ist so ungewohnt, um das mit Minecraft zu zocken. Ja, ich habe jetzt gestern mir das neue Spiel noch gekauft. Dieses Spiel werde ich dann auch hoffentlich, wenn du mal die Antwort von Square Enix. Was machst du für Geräusche? Auf jeden Fall, wenn da mal eine Antwort von Square Enix kommt, ich hoffe auch eine positive. Wenn wir ja mal weiterschauen. Weil dieses Spiel, das stand schon verdammt lange auf meiner Agenda. Also das wollte ich wirklich schon immer mal let's playen. Ich kenne mich auch noch mit diesem Spiel schon ziemlich gut was aus, also ist nicht so, dass ich da so ratlos rumrennen werde. Meiner Meinung nach ein ziemlich spannendes Spiel. Ja, ich nehme dann heute noch ein bisschen Goodbye Deponia auf. Hab da heute schon eine Folge schnell aufgenommen, dass da mal wieder was kommt. Die ist auch gerade noch... Oder? Warte mal. Oh, die ist schon fertig. Deswegen läuft das auch so flüssig, ich habe mich schon gewundert. Hä, hey, was ist... Ja, okay. Muss ja auch fertig sein, wenn mein Ping so gut ist. Ja, mein liebes Internet, ne? Die alte Leier. Ach ja. Internetprobleme sind doch schon was Schönes, ne? Willkommen im 21. Jahrhundert.
Ja, wir sind eine Internetrevolution, ne? Ich meine, wird ausgebaut. Ich meine, merkt man schon, vielerorts wird schon was ausgebaut. Hier bei uns nicht. Gibt so einen Kaktus vor uns in der Gegend. Oh, ich muss mich kurz hinsetzen. Auf jeden Fall so ein Kaktus in der Nähe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Machen wir noch 3 rein. Ja, wie gesagt, gibt es ein schönes Kaktus bei uns in der Gegend. Das ist so ein. Lass es 100 Einwohner sein. Da leben größtenteils Rentner und die haben schon alles für eine 200k-Leitung. Dann so eine etwas größere Stadt wie bei uns mit 21.000 Einwohnern. Die gucken immer noch mit einer schönen 16k-Leitung rum. Finde diese Verhältnismäßigkeit. Tut mir leid, ich kann sie nicht finden. Gut. Oh, ein sehr schöner Song. Okay. So. Mach mal hier mal die Abgrenzung hin. Wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss ja noch eins. Weil da ja noch eine Wand hinkommt. So. Also hier ist der nächste Gang. Sehr schön. Okay. Ich glaube ganz ehrlich, das könnte ziemlich cool aussehen, wenn das fertig ist. Rufen wir hier nochmal Iron raus. So. Okay. Treppen weg. Arbeiten wir mal mit ein bisschen Keystone hier. Oh, okay. Ich muss nach der Folge mal ganz streng aufs Klo. Das merke ich jetzt schon. Da drückt gerade das Schokoboot. Okay, Granit, eine Seite, Diorite. Kobel. Alter, sind doch so wenig Kobel. Respekt. Greenstone. Machen wir nochmal ein paar Treppchen. Okay, gut. Ich war jetzt am Samstag, war ich auf der Roleplay Convention in Köln. Ich muss ganz ehrlich sagen, war zum ersten Mal da, wurde da von ein paar Bekannten eingeladen. War mal recht interessant, was es so alles gibt. Also es hat schon Spaß gemacht. Was ich richtig abgefeiert habe, man konnte da so ein. Ja, läuft das jetzt unter die Kategorie Kartenspiele? Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht kennt das Spiel ja jemand und kann es mir erklären, worunter das läuft. Ich so persönlich würde fast sagen, das ist so eine Mischung aus Kartenspiel und so einem Pen and Paper Roleplay. Ich könnte es mich aber auch gerade total verdammt blamieren. Wovon ich aber auch gerade wieder ausgehe. Und zwar dieses Spiel, das war so ein Kartenspiel und das hieß Werwölfe von Düsterdorf. Das hat echt verdammt Bock gemacht. Also im Prinzip ist einfach so. Jeder bekommt so eine Karte zugewiesen. Also es ist so ein Spiel, was man mit mehreren Leuten spielt. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, wie gesagt, mehrere Leute spielen. Und gibt halt einen Spielleiter, der dann immer so ein bisschen erzählt. Und dann gibt es da noch die ganzen Mitspieler. Das sind meistens bei einer guten Runde, das sollte man so 10 Leute gehen nehmen. Geht ab 6, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ab 6 Spielern, nicht ab 6 Jahren. Und ja. Wie gesagt, jeder Mitspieler kriegt so eine Karte zugewiesen.
Und dann, wenn dann alle ihre Karte bekommen haben, gibt es verschiedene Rollen, gibt den Dorfbewohner. Das ist so einfach, kann man schon fast sagen, eine Niete, also da kann nichts Besonderes. Gibt den Werwolf. Es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz. Das drückt gerade ein bisschen sehr. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh, das hat jetzt gerade gut, das war wichtig. War auch eine lustige Situation. Komm gerade nach vorne, weil meine Mutter mal gefragt hatte, was los ist. Ich dachte, sie würde aufnehmen. Und gesagt, ja, ich wollte eigentlich kurz auf die Toilette. Ja, du hast einen Brief bekommen. Ich denke nur, hä? Meine alte Schule? Okay. Etwas Unglaubliches geschehen. Mein Praktikumszeugnis von Teneriffa ist jetzt endlich da. Beziehungsweise dieser Nachweis von Europa, der ist endlich angekommen. Okay, was kann man hier machen? Machen wir mal so. So. Mach mal einmal. Na? Okay. Einmal so rum. Ich glaube, da müsste ich mit Slavies arbeiten. Ja, das hat auf jeden Fall gut, dass er gesagt, dass er endlich da ist. Okay. Ja, da muss ich mit Slaps ran. Ah ja, ich war jetzt auf jeden Fall eben dran hier bei diesem Werwolf von Düsseldorf. Auf jeden Fall, da gibt es halt diese Dorfbewohner. Und dann gibt es die Werwölfe. Die Werwölfe haben die Aufgabe, es gibt immer eine Tag- und Nachtphase. Und die Werwölfe müssen sich dann jemanden aussuchen in dieser Nachtphase. Da haben eigentlich alle die Augen geschlossen und der Spielleiter ruft dann immer auf, die Werwölfe sind dran, die der ist dran. Ja, die Werwölfe müssen dann immer jemanden raussuchen, der dann stirbt. Der ist dann, wenn diese Nachtphase vorbei ist, auch wirklich raus. Ich muss dann überlegen, wegen dem Boden. Ich glaube, steht da was. Ja. Dann, wenn diese Nachtphase vorbei ist, wachen alle auf und es wird diskutiert, wer ein Werwolf sein könnte und wer nicht. Und da muss man sich wirklich drauf verlassen. Ich habe da was in der Nacht gehört. Ja, all sowas halt. Also wirklich so spekulieren und so merken, zum Beispiel, okay, der neben mir hat sich komisch bewegt in der Nacht, der könnte das sein. Oder verhält sich irgendjemand auffällig? Das ist richtig cool gemacht, finde ich. Also ich habe es nur so grob erstmal erklärt. Das sollte hoffentlich klar sein, ne? Boah, das würde ich eigentlich schon gerne alles aufmachen. Ja, gut. Ja. Ich habe jetzt momentan auch ein bisschen mit dem Speediger. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, ich hab's nicht ausgesprochen. Ich bin momentan mit dem Streetinger. Oh, ich weiß, was ich dann heute wieder merke, wenn ich auf dem Server bin. Ja. Wenn ich dann... Bin ich ja momentan ein bisschen hier den... viel zu bisschen Infinity Evolved am Zocken. Natürlich den Expert-Mode dann. Wollten wir dann beide doch einmal richtig zocken. Und ich... Es ist Wahnsinn. Also normalerweise weiß man ja von meinen Videos, wenn ich irgendwie was mit Mods arbeite, so Formel Expansion, Ender.io, ja. Halt so die Standard-Mods, so ein bisschen Blood Magic mache ich gerne mal. Mind Factory Reloaded. Alter, hier der Standard-Scheiß eben. Haltet beim letzten Mal noch der Conic und so weiter. Ich habe auch versucht Rotary Craft. Aber jetzt ist es unglaublich. Ich bin momentan, kann man so sagen, mit 4 oder 5 Mods am Kämpfen. Und zwar sind wir einmal dran mit Industrial Craft. Also wir beide. Wir kämpfen uns gerade um die. Oder Dingens. Schlagen uns ein bisschen um die Ohren mit
den Solar Panels, weil wir darüber unsere Energieversorgung machen wollen. Wir haben dann eine schöne Idee gehabt, die auch funktioniert bisher. Ich kümmere mich noch um Farmcraft und um Botania. Street kümmert sich stattdessen dann um Witchery und Blood Magic. Okay, jetzt möchte ich mal abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay. Merke ich mir, hier ist der eine. Ja, wir sind uns da wirklich momentan gut am Umschlagen und sind auch am Überlegen, wie können wir das wirklich effektiv verbessern? Wie kommen wir an weitere Ressourcen? Das ist echt Wahnsinn. Also dieses Modpack, also dieser Mode alleine, ist echt mal was richtig Forderndes. Ja. Mal so, dann geht es schneller. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, noch einmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ja, passt. Also eins vorher aufhören, merke ich mir. Also ich habe jetzt auch versucht, so ein paar Sachen abgekupfert, sag ich's mal. So ein paar Ideen hier vom Hypnotized. Das ist ja einer vom... Oh, ich bin gerade überlegen, welches Team das war. Ja, ich... Hat der jetzt was mit Direwolf zu tun? Nee, Direwolf war das nicht. Oh ja. Hermitcraft, mein Gott. Der geht zum Hermitcraft-Team. So. Ja, auf jeden Fall. Richtig nette Person. Also ich mag seine Videos auf jeden Fall richtig. Und ich habe mir so ein paar Sachen mal abgeschaut und ich würde so sagen, die nächsten Modpacks, die ich zocken werde, auch Let's Playen werden, wären interessant. Weil ich da wirklich auf komplett neue Ideen komme. Jo. Ah, kann bald schon Schluss machen, das ist Wahnsinn. Also an sich geht das ja eigentlich schon ganz gut klar, wie man hier abbaut. Ich weiß, es ist nicht das Spannendste, was ich hier heute mache. Aber es muss immer so solche Fälle geben. Wir haben jetzt in den letzten Tagen so lang, weil seit den letzten Folgen. Ja, ich weiß, war eine Pause, bla bla bla, das ist scheiße, ne. Haben wir ja ein bisschen sehr stark an der einen Tower da gearbeitet. Dann kann jetzt auch mal sowas kommen. Bin ich ehrlich. Ich meine, unser Ziel hier mit den ganzen Beacons und so, kommen wir auch schon mal weiter. Da machen wir bestimmt irgendwann nochmal eine Folge, wo wir ein paar Leute irgendwie einladen zum Farmen und so weiter. Eisen. Seht ihr, schon nochmal wieder 42 Eisen. Weil ich meine, wenn man jetzt mal da hinten schaut, die Eisenplatte ist schon gut vorangekommen. Gold, naja. Emerald und dir. Naja. Wobei wir Emerald ja nicht so wirklich brauchen. Joa. Gibt's. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben. Da, ja, ich weiß, ihr seid die besten Kommentare-Schreiber der Welt, bla bla bla. Ihr könnt mir aber auch trotzdem mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mal so für Spiele sehen wollt und so weiter. Oder was ihr so für Projekte allgemein sehen wollt. Bloß eins sage ich euch, ihr könnt mich nicht dazu bringen, irgendwie sowas wie Hello Kitty zu spielen oder sowas.
Es sei denn, ihr wollt das so unbedingt sehen und gibt da so 10.000 Aufrufe drauf, da, da könnten wir mal drüber reden. Wenn dieses Video 10 Millionen hoch 12 Aufrufe kriegt, dann let's play ich Hello Kitty Online durch, Kappa. Ja. So. Komm, dann machen wir gerade hier durch, das ist ja nicht mehr so viel. So, wenn ich fliege, haue. Fliege, hau ab. Ich habe gerade so eine wundervolle Ausfliege auf meinem Arm. Nenne ich Rüdiger. Manchmal heißt es auch Hermann. Was? Wie sieht denn mein Laptop aus? Oh, Datenträger wird repariert. Der Vorgang kann eine Stunde dauern, ja super. Ja. Und die dicke fette Spinne da oben bei mir im Zimmer hängt immer noch da. Die ist aber cool, die lasse ich da. Ich tue ihr nichts und sie tut mir auch nichts, außer das Einzige, was sie mir tut. Wenn immer so eine Fliege oder so ein paar Motten, Mücken vorbeikommen, hat sich schon mal zu fressen. Ich habe meine Ruhe. Eine wundervolle Symbiose. Machen wir mal so. Sieht schon aus wie ein Minenschacht hier. Kommt das Eisen mal noch raus. Gut. Das machen wir mal gerade hier so. So, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Aber wir wird schon, dass wir den Crazy dabei haben, dass das ein bisschen flotter geht. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme noch kurz mein Inventar. Einmal so, zack, zack, zack. Und würde dann sagen, ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal da. Lasst einen Kommi oder ein Like da. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.